So, YouTube-Aufnahme läuft auch. Dann wollen wir doch direkt mal weitermachen. Darf ich mich zu dir gesellen? Oh, Viridium. Wow. Oh, entschuldige bitte. Ich wollte dir keinen Schrecken anjagen. Störe ich dich vielleicht gerade? Aber natürlich nicht. Ist mit dir auch alles in Ordnung? Was hast du denn zu so später Stunde ganz allein hier verloren? Ich habe versucht, mir die Fata Morgana, die wir von hier aus gesehen hatten, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich meine, die Luftspiegelung vom Riesengletscher. Tja, ich dachte, ich könnte mich hier leichter dran erinnern. Du möchtest unbedingt dorthin, nicht? Zum Riesengletscher. Ach ja, was würde ich dafür geben, eines Tages ein erstklassiger Abenteurer zu sein? Dann würde ich die ganze Welt bereisen, um Pokémon in Not zu helfen. Und um bedrängten Pokémon Mut und Hoffnung zu geben. Das ist mein Traum. Sag, findest du das seltsam? Nein, ganz und gar nicht. Ich werde mich ganz bestimmt nicht mehr über dich lustig machen, versprochen. Wie ich mich da neulich dir gegenüber verhalten habe, das tut mir sehr leid. Ist schon gut. Hoho. Was ich auch anstelle, ich kann einfach nicht einschlafen. Und dieser Spaziergang scheint mir auch nicht dabei zu helfen. Nanu, das ist doch Viridium? Oh, und du, Miesel, ist auch da. Und hallo, der Alex. Schön, dass du hier mit im Stream dabei bist. Warum verstecke ich mich eigentlich? Ich weiß nicht warum, aber mein Herz schlägt wie wild. Aber was machen die beiden mitten in der Nacht hier? Ja gut, Alex reicht. Somit kennst du nur also mein Geheimnis. Es ist aber leider nur ein Traum. Und zwischen Traum und Wirklichkeit liegen in meinem Fall nun mal Welten. Ich scheitere aber einfach bei allem, was ich in die Hand nehme. Aber es gibt einen Lichtblick, seit ich Team Shy Guys beigetreten bin und alle kennengelernt habe. Seitdem habe ich das Gefühl, dass sich die Dinge ändern. Nur sehr langsam zwar, aber es tut sich was. Verstehe mich nicht falsch, ich bin immer noch eine ziemliche Niete, aber mittlerweile habe ich so etwas wie Selbstbewusstsein entwickelt. Nun ja, vielleicht nicht direkt Selbstbewusstsein, aber es geht zumindest in diese Richtung. Ich bin optimistischer als früher und kann mich jetzt auch größeren Aufgaben stellen. Und gerade jetzt, wo ich dabei bin, mich zu verändern, stellt sich heraus, dass wir zum Riesengletscher aufbrechen wollen. Weißt du was, Viridium? Also, als das zur Sprache kam, da dachte ich, dass ich mir dieses Abenteuer auf gar keinen Fall entgehen lassen möchte. Ich bin mir sicher, dass ich auf der Reise viele wichtige Erfahrungen sammeln kann. Ich habe das Gefühl, mein ängstliches altes Ich hinter mir lassen zu können. Ja gut. Hast du überhaupt schon mal Portal in die Unendlichkeit gespielt, dann wenn Zeit das letzte war, was du gespielt hast? Und Zeit hast du nicht mal durch. Das solltest du auf jeden Fall mal durchspielen. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Und falls du es von vorne spielen willst, kann ich dir gleich empfehlen, Himmel ist noch eine Spur besser mit den ganzen Bonus-Episoden. Und genau aus diesem Grund möchte ich mir den Riesengletscher auf keinen Fall entgehen lassen. Ich verstehe, was du meinst. Du bist schon ein ganzes Stück reifer geworden, du Miesel. Vielleicht ist jetzt genau die richtige Zeit, um neue Erfahrungen zu sammeln. Ach, du kommst beim... Ach, schön und danke für den Follow. Ach, du kommst beim letzten Dungeon nicht weiter, im Zeitturm etwa. Okay.
Ja gut, es ist ein anspruchsvoller Dungeon, aber wenn man einigermaßen gut mitgelevelt hat, ist der eigentlich auch kein großes Problem. Vielleicht ist ja jetzt genau die richtige Zeit, um neue Erfahrungen zu sammeln. Ich hoffe, dass die Reise zum Gletscher dir auf deinem Weg weiterhelfen wird. Meine Unterstützung ist dir sicher. Ganz im Ernst? Ja. Leg dich ins Zeug, du Miesel. Ja, jawohl. Ich werde alles geben. Du wirst stolz auf mich sein, Viridium. Alle werden Augen machen. Ho, ho. Ups, da habe ich wohl den richtigen Zeitpunkt verpasst, mich zu zeigen. Aber mir kam es auch so vor, als hätte Dummiesel in letzter Zeit viel mehr Pep. Jetzt wird mir einiges klar. Langsam aber sicher gewinnt er an Selbstvertrauen. Nun, wenn das so ist, dann muss ich ihn auch nach Kräften unterstützen. Wir werden unser Bestes geben und zusammen zum Riesengletscher gehen. Du kannst dich auf mich verlassen, Dummiesel. Ach, die Demo hast du gespielt von dem Spiel. Ja gut, aus der Demo-Version bin ich ja schon lange draußen. Aber falls du den Stream nachschauen willst, der ist komplett auf YouTube, also zumindest fast. Ich habe den letzten Stream noch nicht hochgeladen, das muss ich irgendwann demnächst noch machen. Aber ich habe irgendwie noch keine Zeit dafür gefunden, weil am Samstag, wo ich den eigentlich hochladen wollte, habe ich mein Lexikon gemacht und die letzten 2 Tage war ich etwas mehr mit World of Warcraft wieder beschäftigt. Aber gut. Guten Morgen, Kilian. Auch heute geben wir wieder unser Bestes. So. Wir dürfen endlich mal wieder spielen. Huch, Marlord, was gibt es? Ja, ist irgendwas was passiert? Um ehrlich zu sein, mir ist da etwas sehr Wichtiges eingefallen. Gestern, da wart ihr alle Feuer und Flamme für die Expedition zum Riesengletscher und richtig aufgeregt. Alle waren so richtig benommen und außer sich vor Freude. Tja, später ist mir dann aufgefallen, dass ich etwas sehr Wichtiges vergessen hatte. Also werde ich das jetzt einfach nachholen. Ich weiß zwar nicht, worauf du hinaus willst, aber na gut. Ich werde alle zusammentrommeln, okay? Was? Einer muss zurückbleiben und Wache schieben? Ja. Die Reise zum Riesengletscher ist sehr lang und beschwerlich. Es werden mehrere Tage vergehen, bis ihr wieder zurück im Paradies sein werdet. Es gibt da nämlich etwas, was sich die Regeln der Abenteurergilde nennt. Diesen Bestimmungen zufolge muss ein Pokémon zurückbleiben und nach dem Rechten sehen, wenn das Team auf eine längere Reise geht. Mit einem Mal fiel mir das wieder ein, dass es da noch diese ehernen Regeln gibt. Aber warum nur? Ich nehme an, die Abenteurergilde will sicherstellen, dass sie im Falle einer längeren Expedition zu jeder Zeit mit euch Kontakt aufnehmen kann. In der Vergangenheit hat es deswegen wohl schon einmal Probleme gegeben. Und um sowas in der Zukunft zu vermeiden, wurden diese Regeln aufgestellt. Die Regeln müssen streng befolgt werden, denn Zuwiderhandlungen werden mit dem Entzug der Teamabzeichen geahndet. Doch damit nicht genug. Obendrein wird das Team aufgelöst. Die sind da knallhart. Und aus diesem Grund muss jemand von Team Shy Guys wohl oder übel hierbleiben und aufpassen. Es tut mir echt leid für euch. Ich weiß ja, wie sehr ihr euch darauf gefreut habt. Verflixt und zugenäht. Dabei wäre ich doch so gerne mit allen zusammen aufgebrochen. Andererseits will ich auch nicht riskieren, dass sie unser Team auflösen. Denn dann stünden wir vor den Trümmern unseres großen Traumes. Es scheint ganz so, als hätten wir keine Wahl. Sollte sich das Pokémon, das hier bleiben muss, ein wenig einsam fühlen, dann soll es einfach bei mir vorbeischauen. Glaub mir, ein Dreh an meinem wunderbaren V-Roulette! Vertreibt alle Sorgen. Ich gebe euch mein Wort darauf. Victini, was redest du denn da wieder für aufbauende Worte? Du bist echt klasse. Aber egal. Nun geht es also darum, wer hier bleiben muss, stimmt's? Also, wenn ihr mich fragt, dann doch wohl der schwächste Glied, oder nicht? Das schwächste Glied? Ja, das scheint mir sinnvoll. Immerhin ist der Riesengletscher immer noch völlig unerforscht. Wer weiß, was uns dort alles erwartet. Das wird mit Sicherheit kein Zuckerschlecken werden.
Ja, aber jemandes Stärke oder Schwäche zeigt sich nicht in der Körperkraft. Der Riesengletscher ist das Traumziel eines jeden Abenteurers. Und doch müssen wir jemanden zurücklassen und dazu bringen, seinen Traum zu begraben. Ja, diese 30 Jahre langen Texte, das ist gerade in den letzten zwei Teilen richtig extrem. Wobei in Mystery Dungeon Zeit, Dunkelheit und Himmel gab es auch diese eine Cutscene kurz nachdem man aus der Zukunft zurück ist, wo einfach mal extrem viel gelabert wird. Da habe ich, glaube ich, in meinem LP einen ganzen Part da voll bekommen mit dem Zeug. Das macht mich traurig. Ich wünschte ja auch, ihr könntet alle gehen, aber da ist nichts zu machen. Wir haben diesmal leider keine Wahl. Das schwächste Glied bleibt zurück. Keine Wahl. Ich sollte hier bleiben. Nanu, was hast du denn, Dummiesel? Ich werde... Er spielt doch nicht ernsthaft mit dem Gedanken, oder etwa doch? Hey, stopp! Tu das nicht, Dummiesel! Ich werde hier bleiben. Was? Was? Viridium? Nicht, dass es mich nicht ungemein reizen würde, zum Riesengletscher aufzubrechen. Aber ich bin nun einmal sehr kälteempfindlich und halte mich nach Möglichkeit von gefährlichen Orten fern. Daher werde ich hier im Paradies bleiben. Bis später. Ihr habt's alle gehört. Die liebreizende Viridium bleibt freiwillig hier. Nun, ehrlich gesagt habe ich mich ja auch gefragt, was ich machen würde, wenn meine liebe Viridium einfach so losziehen würde. Aber diese Sorge bin ich jetzt los. Strepoli! Seltsam ist es schon. Viridium ist sonst immer die Gelassenheit in Person. Sie ist niemand, der seine Gefühle offen zur Schau trägt. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie sich mehr als jeder andere auf die Reise zum Riesengletscher gefreut hat. Kilian, Domi. Das gefällt mir gar nicht. Warum musste alles so enden? Ja, aber was sollen wir machen? Selbst wenn wir Viridium dazu bewegen können, sich anders zu entscheiden, ändert das nichts daran, dass einer von uns zurückbleiben muss. Sollten wir nicht nach Taromsiana davon berichten? Ja. Kilian, übernimm du das, okay? Nach Taromsiana dürften wohl auf dem Hügel ihrer Forschung nachgehen. Dummiesel und ich werden auch mitkommen. So. Jetzt können wir endlich mal wirklich hier rumgehen. Und bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ich habe ein bisschen Geld dabei. Ja, 1000 reicht zumindest für das, was ich vorhab. Ja, wir können wieder Sinelbeerenfeld ernten. Wie viel haben wir denn heute? 3 Stück. Und eine davon pflanzen wir direkt wieder ein. So, dann hier wieder zum Wasserdojo. So. Und dann trainieren wir die Kalklinge wieder ein bisschen weiter. Und ein weiterer Strich drin. Ach übrigens, Alex, wenn du noch irgendwo Fragen zum Spiel hast, nachdem du wahrscheinlich gerade mein einziger Zuschauer bist, du darfst gerne fragen, was hier alles los ist. Ich habe jetzt hier sowieso wahrscheinlich nach den ganzen Dialogen nicht mehr so viel zum Quatschen. Ich mache jetzt sowieso erstmal nur wieder das ganze obligatorische Zeug. Und du zockst ein wenig Zeit, okay. Neues Spiel oder versuchst du deinen alten weiterzumachen? So. Na, dann schauen wir mal, ob wir die V-Welle wieder ändern können. Das letzte Mal hat sie geklappt.
Oh, das könnte was werden. Ah, nee, eins zu weit. Wäre jetzt zu schön gewesen, wenn wir es zweimal hintereinander hingekriegt hätten. Du schaust erstmal, wer du bist. Alles klar. Dann habe ich Schatzboxen dabei. Ja, zumindest eine. Also zumindest mal mindestens eine. Ihr habt das tatsächlich vor, zum Riesengletscher zu gehen? Nun, der wahre Beweis einer erfolgreichen Expedition sind ganz viele Schatzboxen. Also, ich appelliere an euch. Bringt jede Menge davon mit. Ja. Ich werde alle mitnehmen, die ich finden kann. Oh, ich habe sogar 4 Schatzboxen. Okay, dann machen wir die mal alle auf. Ein Goldbarren, sehr schön. Oh, eine Teamfähigkeit. Standhafter, sehr schön. Okay, verhindert manchmal die Kampfunfähigkeit, wenn man von einer tödlichen Attacke getroffen wird. Interessant. Auf jeden Fall nützlich. Nur 2 haben wir noch. Ein Feuerriegel bist du also. Ja, Feuerriegel ist ein tolles Pokémon. Wenn sich's einmal weiterentwickelt, ist es mein Zweitlieblings-Pokémon. Okay, die letzten 2 waren jetzt nicht sonderlich viel. So, dann verkaufen wir hier mal ein bisschen was. Das eine Spezialband behalte ich mal noch. Okay, so, dann haben wir das erledigt. Wir müssen zum Hügel rauf. Kilian. Ihr kommt wie gerufen. Unsere Forschung ist nahezu abgeschlossen. Morgen um diese Zeit sind wir schon auf halbem Wege zum Riesengletscher. Echt? Ist das deiner Ernst? Ja, ihr könnt euch freuen. Denn morgen werden wir alle zu unserem großen Abenteuer aufbrechen. Wo du gerade wir alle sagst. Nach Tara, Psiana, wir müssen euch etwas sagen. Wie bitte? Einer von uns muss hier bleiben und kann nicht mit zum Riesengletscher. Und Viridium hat sich bereit erklärt, hier zu bleiben? Ja. Ich fürchte, das ist die traurige Wirklichkeit. Einer muss sich zwar aufopfern, damit die anderen aufbrechen können, aber es kann nicht angehen, dass das ausgerechnet Viridium sein soll. Warum das denn? Ihr alle wisst ja sicherlich, dass Viridium nicht gerne mit anderen Freundschaft schließt. Ja, das wissen wir. Warum fragst du? Es gibt einen guten Grund für ihr Verhalten. Und der wäre? Also, Viridium hatte mal einen Freund. Sein Name war Keldeo. Eines Tages brach er ganz allein zum Riesengletscher auf. Und seit jenem Tag ist er wie vom Erdboden verschluckt. Er brach zum Riesengletscher auf?
Viridium war schrecklich besorgt um ihn und verbrachte Tag um Tag mit der verzweifelten Suche nach Anhaltspunkten für sein Verschwinden. Doch so sehr sie sich auch bemühte, ihre Suche blieb ergebnislos. Einige Zeit später erhielt sie einen Brief. Der Absender war Keldeo. In dem Brief stand etwa Folgendes: In Wahrheit hatte ich nie vor, den Riesengletscher anzusteuern. Mir war einfach jede Ausrede recht, um nicht loszuwerden. Wir sind keine Freunde mehr. Am besten vergisst du mich einfach. Was? Er hatte nie die Absicht, zum Riesengletscher aufzubrechen? Aber wen kümmert dann denn jetzt schon dieser olle Riesengletscher? Was ist das denn für ein mieses Verhalten? Dieses Gefasel von wegen, ich wollte dich loswerden, bla bla bla. Und dann noch, wir sind keine Freunde mehr. Echt unfassbar. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie sehr dieser Brief Viridium verletzt haben muss. Diese Fassungslosigkeit und der Wunsch, weiterhin an Freundschaft zu glauben. All diese widersprüchlichen Gefühle in ihr fühlten dazu, dass sie letztendlich selbst nicht mehr wusste, wem sie vertrauen kann. Dein Partner ist Endivie. Ja, das ist sehr passend. Eine gute Freundin von mir, bei der ist Endivie das Lieblings-Pokémon. Und wenn sie in Mystery Dungeon spielt, ist sie immer Endivie. Dass sie sich letztlich selbst nicht mehr wusste, wem sie vertrauen kann. Sie hat uns erzählt, dass dieses Erlebnis der Grund sei, weshalb sie mit den Gedanken an Freundschaft abgeschworen habe. Wir begegneten Viridium, nachdem sich all dies bereits ereignet hatte. Als wir ihr von unserer Forschung zum Riesengletscher erzählt haben, berichtet sie uns, was sich damals zugetragen hatte. Sie bat uns, sie mit auf unsere Reise zum Riesengletscher zu nehmen. Die Geschichte mit Keldeo scheint immer noch an ihr zu nagen. Sie hofft wahrscheinlich, die Ereignisse von damals besser verstehen und verarbeiten zu können, wenn sie jenen Ort mit eigenen Augen sieht. Daher glaube ich ihr kein Wort, wenn sie sagt, dass sie nicht unbedingt dorthin will. Insbesondere jetzt, wo sie so aufgetaut ist. Aufgetaut? Ja, kein Vergleich zu der Viridium von damals. Ich schätze, dass wir das ihrem Aufenthalt in Rastatt zu verdanken haben. Euch kennengelernt zu haben und Team Scheigers beigetreten zu sein, all das scheint ihr das Vertrauen in andere zurückgegeben zu haben. Und trotz alledem... Oh, Viridium. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Ich für meinen Teil werde jedenfalls nicht tatenlos zusehen, wie Viridium diese Gelegenheit entgehen lässt. Sie wird auf jeden Fall mitkommen. Das ist also der Grund, weshalb Viridium keine Freundschaft schließen möchte. Aber dieser Keldeo ist mir ja schon einer. Liegt Viridium einfach so vor, dass er zum Riesengletscher geht, nur damit er sie los wird? Das geht absolut nicht. Nanu? Ich dachte, du kannst Viridium nicht ausstehen. Ganz recht, ich kann sie ja auch kein bisschen ausstehen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Keldeos Verhalten unmöglich ist. Natürlich wollte Viridium auch mit zum Riesengletscher gehen, aber sie zog es dann vor, zu behaupten, im Paradies bleiben zu wollen. Es ist meine Schuld. An jenem Abend. In jener Nacht. Muss ich immer daran denken, an diesen einen tollen Film. 7 Zwerge, Männer allein im Wald. Sehr, sehr toll. Hätte ich das doch bloß nicht gesagt. Viridium hat wahrscheinlich nur gesagt, dass sie im Paradies bleiben will, damit ich meine Chance bekomme. Aber Viridium ist diejenige, die mit zum Riesengletscher gehen sollte. Leute? Ich denke, Nachtara hat recht. Ich denke, Viridium sollte mit zum Riesengletscher gehen. Du Miesel, du... Mein Entschluss steht fest. Ich bleibe hier. Wow, halt, stopp! Immer mit der Ruhe, ja? Aber... Emolga hat recht. Ganz egal, wer zurückbleibt, wir anderen werden deswegen Gewissensbisse haben. Niemand sollte seine eigenen Gefühle so verleugnen, wie Viridium es tut. Und das gilt auch für dich, du Miesel. ich hab's. Wir könnten noch losen. Losen? Na klar, wir ziehen los und bestimmen, so wie er gehen darf. Viridium zieht auch ein Los. Und derjenige, auf den das Los fällt, der muss im Paradies bleiben.
Denn wenn jemand freiwillig zurückbleibt, belastet das doch nur die anderen. Es ist doch besser, wenn wir das Glück entscheiden lassen, oder? Lose ziehen, das ist vielleicht wirklich die beste Lösung. Und wenn das Los auf Viridium fällt? Dann bleibt sie letzten Endes doch hier. Wenn das passiert, muss ich eben nach Tara und Psyana überreden. Die Lose kann ich heute Abend machen. Was sagst du dazu, Domi? So richtig begeistert bin ich nicht von der Idee. Aber ich sehe auch keine andere Möglichkeit. Dann sind wir uns ja einig. Bis morgen sind die Lose fertig. Bis dann. Also, glücklich bin ich damit zwar nicht, aber wir haben keine andere Wahl. Wenden wir uns heute also der Arbeit zu. Die Entscheidung fällt dann morgen. Hey, ich darf endlich mal in den Dungeon gehen. Gut, Inventar habe ich ja eh schon leer gemacht. Und wir machen einfach wieder den Job, der am meisten Kohle gibt. Okay, die da hinten sind alles 250er. Das ist eine Ebene 7. Die machen wir doch. Da können wir am meisten trainieren dabei. Es läuft gerade voll gut bei dir. Du kommst gut durch den Zeitturm durch. Inventar passt soweit. Dann geht's jetzt auf ins Jammertal. So. Ebene 9 von 11, ja. Dann kommt halt noch die Zeitturmspitze. Und dann kommt noch der Endbosskampf. Okay, hier geht's zumindest schon mal nicht so weiter. Dann gehen wir da oben weiter. Ach, du bist schon auf der Spitze, na dann. Okay, hier hätten wir die Treppe schon mal. Dann erforschen wir jetzt noch den Rest von der Ebene. Ui, ein Stallobor. Ich mag diese Viecher, die immer extra viel EP geben. Ui, da hat jemand eine Box aufgehoben. Sehr schön. Noch eine Box. Ah, jetzt kommt für dich noch der Bosskampf mit der tollsten Musik. Magst, wie hier in den Dungeon ständig die Fletiamola oben vorbeifliegen. Hey, der hat sogar Schaden auf mich gemacht. Ist ja schon fast was Besonderes, das schaffen hier nämlich schon nicht mehr viele.
Das war ein Crit. Moment mal, da unten liegt wahrscheinlich eine Box rum. Yep. Oh, da ist ein Quietel gespawnt. Und noch eine Box. Hui. Heute hagelt's aber Boxen. Und wieder keinen Schaden genommen. Ja gut, du kämpfst ja auch gegen Dialga himself, also was erwartest du? Die Aquavelle wurde aufpoliert. Aquavelle ist jetzt Stufe 2. Hast keine Belebersamen dabei. Und falls nicht, kannst du als Vollregel noch Rauchwolke als Attacke. Die Attacke ist nämlich in den ersten beiden Mystery Dungeon Spielen ziemlich OP. Verhinderst du nämlich mehr oder weniger, dass dein Gegner überhaupt Schaden macht. Also. Einen im Dungeon schon verschwendet. Und dann sagst du, du bist gut durchgekommen. Tja, dann kann ich dir jetzt da leider auch nicht wirklich helfen. Ja gut, Verwirrung ist zwar nervig, aber trotzdem, die kann man eigentlich aussitzen und seinen Teampartner das Ganze dann machen lassen. Welches Level bist du denn überhaupt? Neununddreißig. Okay, das sollte eigentlich reichen. Ich bin am Ende von Mystery Dungeon Zeit und Dunkelheit auch nie wirklich höher. Also 40 vielleicht mal, aber sonst.
wie sie sich alle vor mir stellen und einen Igler machen und ich dann einfach mit einer Aquarelle sie one-hitte. Noch ein bisschen mehr und meine Kalkklinge steigt wieder auf. Mal schauen, ob wir Ruckzuckhieb noch auf Level 7 kriegen hier in dem ganzen Team. Ja, da haben wir es ja aufpoliert. Level 4 und blau durch. Ja, dann fangen wir mal wieder an, den grünen Balken zu füllen. Oh, hörst du auf damit? Muss der jetzt unbedingt 5-mal treffen? Jetzt gehen mir halt gleich alle Attacken daneben. Muggelhieb wurde aufpoliert. Und Tommy erreicht Level 29. Das heißt, jetzt lernt er doch endlich seinen Donnerblitz, oder? Ja, natürlich. Wenn er Donnerblitz kann, dann braucht er keinen Donnerschock mehr. Nimmt ihn jetzt zwar einen Haufen von seinen Attackenpunkten weg, aber die kriegt er ja bald wieder. Und da ist ein Level-Up für mich und ich lerne jetzt auch eine neue Attacke. Ist jetzt bloß die Frage, mache ich irgendwas dafür weg oder nicht? Zur Wahl stehen Aeroass und Zornklinge, weil Aquavelle und Kalkklinge will ich beide behalten. Vor allem die Kalkklinge, ist ja aktuell meine stärkste Attacke, die ich habe. Aber ich glaube, ich mache die Zornklinge weg. Aeroass reicht ja, wenn ich Pflanzen-Pokémon verkloppen will.
Jetzt habe ich zwar insgesamt 3 Wasserattacken, aber Step-Attacken sind in dem Spiel ja nicht verkehrt. Und so viel Pokémon mit H2O-Absorber oder Trockenheit gibt es in dem Spiel ja auch nicht. Und für die paar habe ich dann immer noch eine Aeroas. So. Hier unten war auch nichts, okay. Viridium ist Level 30. Wird die Wasserdüse wenigstens gleich mal ein bisschen trainiert. Aeroas ist auch schon kurz vor Level 4. Sollte nicht mehr lange dauern, bis die Attacke aufgestuft wird. Und Imolga ist ebenfalls Level 30 geworden und der lernt wieder eine neue Attacke. Was lernt er denn? Akrobatik. Um ehrlich zu sein, nee, jetzt nicht. Finde ich ja Aeroas gerade besser, nachdem er sowieso die ganze Zeit ein Item trägt. Ein Elf und möchte bei uns im Team aufgenommen werden. Möchte hier jemand ein Elfun sein? Freiwillige vor. Wenn sich niemand meldet, dann lasse ich es ohne Spitznamen. Du zockst jetzt ein wenig Platin. Hast du schon wieder aufgegeben mit Pokémon Mystery Dungeon? Aha. Na gut, nachdem sich hier niemand meldet,
dann kriegt er halt keinen Spitznamen. Ui, drei Gegner in einem Raum. Da oben der schläft. Das ist ein Stallobor. Das ist auch ein Stallobor. Ui, der kann Erdbeben. Lieber eine Sinelbeere. Brauchen wir die Dinger wenigstens mal. Ui, der war schon fast K.O. wegen dem Erdbeben von seinem Kollegen. Ich verstehe. Wird der Aeroas jetzt demnächst nicht noch aufgestuft? Hab's doch mittlerweile schon wieder oft genug benutzt und meine Teamkollegen auch. Müsste doch eigentlich gleich den Level 4 erreichen. Dein DS will die Platin-Cartridge nicht lesen. Probier's mal, die noch rein, also wieder raus und wieder reinzustecken. Vielleicht zwischendrin mal kurz reinzupusten. Das hilft manchmal ein bisschen. Die Schockwelle ist aufgestuft worden. Okay, jetzt ist Aeroas Level 4. 26 Attackenpunkte schon. Tja, was du im Platin machst, das musst du wissen. Du wolltest das Spiel spielen, also wirst du wohl irgendwas da drin zu machen wissen. Fang neue Spiele an, was weiß ich.
Du gehst auf Vesprit-Jagd, okay. Na dann viel Erfolg dabei. Hast Arctos, Zapdos und Cresselia und Lavados schon alle gefangen, oder? Wie schaut's denn eigentlich mit den Attacken im Team aus? Ich bin der Einzige, bei dem überhaupt was leer ist, okay. Schockwelle von Emolga ist fast leer. Donnerblitz und Slam von Domi ist auch fast leer. Der Muggelhieb genauso. Aber Viridium schaut noch super aus. Ach, du hast von dem Wander-Pokémon noch gar keins, okay. Dann schalt die halt doch alle frei, dann kannst du die alle auf einmal jagen. Da ist jemand vergiftet und okay, jetzt kommt eh der Wind. Wenn der Wind kommt, ist es für mich ein Zeichen zu gehen. Leuchtboden, eine Amarena-Beere. Falls du die Landkarte schon hast für den Poketch, dann hast du auch eine super Möglichkeit, die alle zu jagen. Ich gehe da immer auf die. Ich gehe da immer zwischen der Route 202 und Sandgemme hin und her. Oder war es Route 203? Ich bin mir nicht mehr sicher. Die Route für nördlich von Sandgemme einfach. Da gehe ich immer hin und her und warte drauf, dass auf der Route ein Pokémon kommt und dann gehe ich ins Gras. Und okay, Arctos, Zapdos und Lavados, das hast du freigeschalten, aber wie sieht's mit Cresselia aus? Leuchteboden und es ist ein Goldbahn, sehr schön. Ja, Cresselia wäre auch leicht freizuschalten. Da musst du ja nur kurz nach Fleetburg und dort das kleine Event machen. Ach, stimmt ja. Weil das ja ein Boss-Dungeon war, kriegen wir hier eine Zwischenstation. Moment mal, das heißt, wir können unser Inventar eigentlich auch mal wieder ein bisschen entrümpeln. Sehr viele Schatzboxen haben wir hier schon gefunden. Da wird sich der liebe Ramaidon ja wirklich freuen.
Ja, alle unsere Attackenpunkte sind wieder voll. Sehr schön. Habe ich mir das Top-Elixier gespart. Okay, Cresselia fehlt dir wirklich noch. Ja, musst nur kurz nach Fleetburg und dort diesen einen Matrosen ansprechen, von dem das Kind nicht aufwacht. Und dann musst nur kurz zu der einen Insel. Vollmondinsel war, glaube ich, die von Cresselia. Ich bin mir nie sicher, war Vollmond Cresselia oder war es Neumond? Neumond war aber, glaube ich, Darkrai. Okay, dann hatte ich es doch richtig. Da liegt eine Persivbeere, sehr schön. Und hier ist ein Kekleonladen. Schade, dass ich immer noch zu wenig Kohle für die ganzen netten Proteingedöns-Zeugs da habe. Naja. In dem Spiel ist sowieso Schluss, sobald ich mich entwickelt habe. Der hat jetzt tatsächlich geschafft, mich einzufrieren. Na gut, ändert nicht wirklich was an der Tatsache, dass der jetzt daran stirbt. Wasserdüse aufpoliert. Grün auch durch. Jetzt noch ein roter Balken und dann haben wir die Wasserdüse schon auf Level 2. So, wir müssen jetzt Morbitesse finden. Moment mal, war sie das? Ja.
Den Dungeon verlassen wir jetzt mal noch nicht. Wir gehen hier noch ein bisschen auf Erkundungs- und XP-Farm-Tour. Ich bin zwar sowieso schon komplett überlevelt, aber wenn mich dieses Spiel einfach lässt, dann muss ich eben mal ein bisschen übertreiben. Molga ist vergiftet. Okay. Die Treppe hätte ich gefunden. Ich erkunde jetzt aber noch den Rest von der Ebene. Ui, da ist noch ein Stallobor. Gut, Schaden machen sie schon, die Jungs. Aber ich bin auf Level 30 aufgestiegen. Das heißt, jetzt noch 13 Level und dann habe ich alle Attacken, die ich lernen kann. So. Dungeon erledigt. Paradiespunkte. Morgen brechen wir also endlich zum Riesengletscher auf. Einerseits freue ich mich total darauf, andererseits bin ich aber ziemlich nervös. Ach, und je mehr ich darüber nachdenke, desto verwirrter bin ich. Für heute sollten wir uns schlafen legen. Gute Nacht, Kilian. Ich sollte mich auch aufs Ohr hauen. Aber da ist ja noch diese Sache mit dem Teammitglied, das hier Stellung halten muss. Kann man denn da gar nichts machen? Dabei würde doch jeder Einzelne von uns so gerne zum Riesengletscher gehen. Auch ich freue mich schon total darauf. Aber wünsche ich es mir denn mehr als alle anderen? Und ich muss ja auch noch diesen Träumen auf den Grund gehen, obwohl ich jetzt schon längere Zeit keinen mehr hatte. Aber sollte ich bald wieder einen haben und herausfinden, wohin ich gehen soll, dann sollte ich das auch tun. Und wenn es das ist, was ich tun sollte, heißt das doch wohl, das Mitglied, das auf jeden Fall hier bleiben sollte, bin ich. Morgen wollen wir ja per Los darüber entscheiden. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, sollte ich das ansprechen. Tommy hat zwar gesagt, man dürfe seine Gefühle nicht verleugnen, aber ich denke, ich sollte es ansprechen. Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass Viridium mitgehen kann. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Kilian. Heute geht es also endlich zum Riesengletscher. Aber davor müssen wir noch bestimmen, wer von uns hier bleiben muss. Das wirft einen ziemlichen Schatten auf das ganze Unterfangen, nicht wahr? Ich dachte, wir wären uns einig, dass ich hier bleibe. Warum jetzt also dieser Zirkus? Jetzt komm schon. Wir wollen doch alle, dass das Ganze möglichst fair abläuft. Du hast dich vielleicht freiwillig gemeldet, aber wir haben nun ein schlechtes Gewissen. Und daher, tada! Wir ziehen jetzt alle Lose, um zu sehen, wer von uns im Paradies zurückbleibt. Kommt, jeder zieht jetzt ein Los. Das ist doch albern.
Eines dieser Lose hat am Ende eine rote Markierung. Das ist das, Gewinnerlos. Bereit? Und nehmt das Ergebnis sportlich. Keine Beschwerden nachher, klar? Gut, Leute, dann prüft jetzt bitte alle eure Lose. Es hat mich erwischt. Ich hab das rote Los gezogen. Dummiesel. Dummiesel, also. Naja, so ist das nun mal beim Losverfahren. Da kann man nichts machen. Dann steht es jetzt fest. Zurückbleiben wird... wartet. Was? Du, Kilian? Auf gar keinen Fall. Ich bleibe hier, so wie es von Anfang an geplant war. Nicht du auch noch, Viridium. Du musst mitkommen, Viridium. Bevor du hier bleibst, bleibe ich hier. Nein, nein und nochmals nein. Was redet ihr denn da auf einmal alle? Es war doch endlich entschieden. Wenn ihr sowieso alles umwerft, wozu haben wir dann Lose gezogen? Wie dem auch sei. Ich bleibe hier. Das ist schon in Ordnung. Ich bleibe hier. Dummiesel? Ich bin derjenige, der hier bleiben sollte. Und Viridium, du bist definitiv diejenige, die zum Riesengletscher gehen sollte. Wir haben es von Nachtara gehört. Du hast einen mehr als guten Grund, warum du zum Riesengletscher gehen musst. Außerdem hat es doch bereits gestern jemand gesagt. Das schwächste Teammitglied sollte hier bleiben. Das sehe ich auch so. Darüber hinaus haut auch das Los heute so entschieden. Es hätte jeden treffen können, aber es hat mich getroffen. Das ist schon in Ordnung. Also, seht es bitte ein. Ich kümmere mich um alles hier. Viel Glück auf eurer Reise. Dummiesel. Dummiesel. Ihr seid doch alle einverstanden? Dummiesel, es tut uns leid. Aber einer von uns muss hier bleiben. Da kann man nun mal nichts machen. Ist schon okay, Imolga. Mollard und Victini sind ja auch noch hier. Ich bin also nicht alleine. Seid auf dem Riesengletscher ja schön vorsichtig und kommt gesund wieder. Bringt mir was Schönes mit. Klar doch. So viel dazu, Domi. Geh du voraus. Alles klar. Dann sollten jetzt alle Reisevorbereitungen treffen. Kilian und ich sehen uns in der Zwischenzeit nach, wie weit Nachtara und Psyana sind. Gehen wir, Kilian. Nachtara und Psyana sollten oben auf dem Hügel sein. So. Erstmal wieder unseren täglichen Besuch beim Wasserdojo machen. Und dann motzen wir die Kalkklinge mal wieder ein bisschen auf. Ui, doppelter Aufstieg. Gleich zwei Striche drauf bekommen. Nice. Und ab jetzt können wir ja eigentlich auch das Elektro-Dojo mal für Domi nutzen, damit der seinen Donnerblitz aufmotzen kann. Dann als nächstes müssen wir die ganzen Schatzboxen noch von unserem lieben Ramaidon öffnen lassen. Dafür nehmen wir jetzt aber erstmal wieder alle mit. Hab sie ja vorhin aus Platzspargründen alle mal abgelegt. So, mal schauen, ob wir überhaupt genug Geld für alle Boxen haben. Ja gut, 1480, das sollte eventuell sogar reichen. Wobei, es reicht für 9 Boxen. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube, wir haben mehr als das. Ja, vielleicht ist ein Goldband mit drin.
Ein Goldbarren. Ein Goldband, sehr schön. Dann ist das Geld jetzt kein Problem mehr. Weil wenn es ausgeht, dann kann ich das Goldband verkaufen und dann haben wir wieder genug. Ein Top-Elixier, okay. Ein Alertoskop, okay. Vier haben wir noch, also gut, das Geld reicht noch. Aber gerade noch. Ein Belebersamen, oh, nett. Ein Top-Elixier. Und noch ein Top-Elixier. Sehr viele Top-Elixiere heute in den Schatzboxen drin. Ich habe ja eigentlich noch ein bisschen Geld übrig, das heißt, ich kann mal noch schnell bei Strepoli vorbeischauen. Der muss mir noch ein Grundstück erschließen. Dann erschließen wir mal das nächste Grundstück. Und zwar machen wir hier einen üppigen Wald. Ach so, Moment, den habe ich schon erschlossen. Okay, dann habe ich das wohl vergessen. Alles klar. Dann... ja gut, dann gehen wir halt einfach los. Kilian, Tommy, wir haben euch schon erwartet. Ach ja, soll das etwa heißen? Ja, soll es. Unsere Zugangskarten sind nämlich endlich vollendet. Jetzt müssen wir nur noch das Magna-Portal beschwören. Ihr habt es also geschafft. Dann gehen wir jetzt auch nach Hause und bereiten uns auf die Reise vor. Gebt mir einfach Bescheid, sobald ihr bereit seid. Dann geht's auf zum Riesengletscher. Alles klar. Na gut, Reisevorbereitungen habe ich gerade getroffen. Das heißt, wir sind direkt bereit. Yep, wir sind sicher. Ja, endlich bekommen wir es zu sehen. Das fertiggestellte Magna-Portal.
Hallo Kenji, schön, dass du da bist. Und das V-Roulette hast du schon verpasst. Und wird es jetzt in nächster Zeit nicht geben, weil ich jetzt auf Expedition gehe. Wirklich aufregend. Ich freue mich schon darauf. Psiana, wie sieht es bei dir aus? Bestens. Ich bin bereit. Gut. Leute, geht einen Schritt zurück. Es ist zu eurer eigenen Sicherheit. Los geht's. Ja. 3, 2, 1. Der Wahnsinn! Das ist also das mit Zugangskarten beschworene Portal zu Dungeons. Das Magna-Portal. Ja, wir haben es geschafft nach Tara. Jetzt können wir können endlich dorthin, zum Riesengletscher. Wir haben das Magna-Portal beschworen. Jetzt müsst ihr nur noch in das Licht treten und schon seid ihr im Dungeon. Wir müssen da drinnen allerlei untersuchen, also geben wir schon mal voraus. Aber nicht herumtrödeln, das Magna-Portal geht nämlich nach einer Weile wieder zu. Verstanden. Gehen wir, Psiana. Ja. Kommt bald nach. Gut, wir sollten auch aufbrechen. Leute, gebt auf euch acht. Dummiesel. Ich freue mich schon auf das Mitbringsel. Und wenn ihr zurück seid, müsst ihr mir alles über den Riesengletscher erzählen. Nanu, wieso kommen mir plötzlich die Tränen? Nicht doch. Dabei wollte ich doch mit einem Lächeln verabschieden. Dummiesel. Dummiesel. Wein doch nicht, Dummiesel. Hä? Dummiesel, ich geh du zum Riesengletscher. Was? Im Molga. Auf dass es eine unvergessliche Reise für dich wird. Erlebe ein ganz teures Abenteuer und kehre dann wieder ins Paradies zurück. Die Erinnerungen daran werden dich ein Leben lang begleiten. Lerne aus den Erfahrungen dieser Reise. Leute, bitte, passt mir gut auf Dummiesel auf. Imolga! Nein, Imolga, das darfst du nicht machen. Imolga! Ich wünsche dir die allerbeste Reise, die man nur haben kann. Bis bald! Respekt, Junge. Du hattest das bestimmt von Anfang an so vor, nicht wahr? Kopf hoch, Imolga. Komm, gehen wir zurück zum Zentrum. Dreh zur Aufmunterung am V-Roulette. Okay. Spielstand wurde gespeichert. Wo sind wir? Ist das der Dungeon? Der entstand, als die Erzählen mit den Zugangskarten manipuliert wurden? Es ist so dunkel. Man sieht ja gar nichts. Ich höre Stimmen von da drüben. Das klingt wie nach Tara. Von dort drüben? Wo genau ist dort drüben? Na hier. Fragt mir einfach. Aber passt auf, wo ihr in der Dunkelheit hintretet. Da seid ihr ja. Imolga. Dummiesel. Ich kann immer noch nicht glauben, was Imolga da getan hat. Geht mir genauso. Er hat uns in allerletzter Sekunde damit überrascht. Das war unfair. Aber er hatte keine andere Wahl, als es so zu machen. Und deshalb... Verstehe. Letzten Endes war es also Imolga, der im Paradies zurückgeblieben ist. Sicher, wir mussten jemanden zurücklassen, aber es ist trotzdem bitter. Ja, aber wir dürfen Imolga jetzt nicht enttäuschen. Ja. Ich weiß. Er will, dass wir alle ein denkwürdiges und großartiges Abenteuer erleben. Wir müssen seinen Wunsch respektieren und frohen Mutes voranschreiten.
Du hast recht. Imolga wäre sicher böse, wenn er uns hier Trübsal blasen sehen würde. Du sagst es. Also auf. Sehen wir doch mal, was uns hier erwartet. Wir müssen alle an einem Strang ziehen und diese Expedition zu einem Erfolg machen. Nach Tara. Ist das nicht? Ja, kein Zweifel. Das ist der Eingang zur Geoschlucht. Bis jetzt verläuft alles genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten. Gut. Ab hier wird es spannend. Wir sind im Begriff, einen mysteriösen Dungeon zu betreten. Und weil er durch Manipulierung der Erdszene mit den Zugangskarten entstand, kann auch niemand sagen, wie mystisch er wirklich ist. Ich weiß nicht, was da drin passiert. Also lasst uns vorsichtig sein. Alles klar. Ach ja, wegen einer anderen Sache mache ich mir noch Sorgen. Diese Pokémon, die euch überfallen haben nach Tara, könnten sie uns womöglich auch hier angreifen? Verstehe. Ihr habt ja jetzt Raststadt verlassen, da können sie euch wieder angreifen. Deswegen braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Die mit den Zugangskarten erzeugten Dungeons sind sehr speziell. Solange niemand genau dieselben Karten benutzt, um hier reinzukommen, sollte es keine Möglichkeit geben, uns zu finden. Wirklich? Dann haben wir ja nichts zu befürchten, was? Meinen Berechnungen zufolge müssten wir nur diesen Dungeon durchqueren. Das bringt uns über die Gletscherspalten. Und somit zum Fuße des Riesengletschers. Wir sollten uns in zwei Einsatzteams aufteilen. Kilian, du leitest ein Team. Der Rest bildet das zweite Team. Die Mitglieder des Einsatzteams kannst du immer am Eingang eines Dungeons ändern. Kilian, triff bitte deine Wahl. Okay. Dann stellen wir mal unser Einsatzteam zusammen. Also die beiden hier, also mich und Domi muss ich mitnehmen. Also, das heißt, von den anderen beiden nehmen wir noch zwei mit. Das heißt, ich nehme heute mal, weil wir sie noch nie dabei hatten, Siana und Nachtara mit. So, okay. Na gut, erstmal erste Runde und Psyana und Nachtara kriegen erstmal 5 Level-Ups. Was lernst du denn? Psystrahl lernst du, das ist schön. Und lernt gleich noch eine neue Attacke. Sehr. Verdammt starke Attacke, wenn man mal die Base Power hier so ansieht und vergleicht mit dem Rest. Wir brauchen, glaube ich, keinen Sternschauer. Der hat eh einen total overpowerten Ruckzuck-Hieb, also von dem her. So, dasselbe kriegen wir jetzt für Nachtara nochmal. Und weil die ganze Evoli-Familie immer das im selben Level-Rhythmus lernt, lernt er jetzt auch 2 Attacken. Was lernst du jetzt? Du lernst Finte. Okay. Und Gewissheit. Na gut, Gewissheit ist sogar noch ein bisschen gelevelt, weil ich die mal hatte. Okay. Ihr dürft alle wieder frei im Dungeon rumrennen, wie ihr wollt. Oh, wir haben ab hier unsere lieben, netten Fallen wieder.
Für eine Attacke, die keine Wirkung zeigt, hat das jetzt verdammt viel Schaden gemacht. Wir haben hier ein Ganovil. Ich brauche einen Spitznamen. Nachdem Kenji jetzt ja hier ist, unser Spitznamenexperte, darf der auch gleich wieder einen vorschlagen. Also, keine Spitznamenvorschläge heute. Sieht nicht so aus, als würde dann noch was kommen. Na gut, wenn nichts kommt, dann lasse ich ihn ohne Spitznamen. Ich warte jetzt nur noch ein paar Sekunden. Okay, dann nicht. Scheint eine recht kleine Ebene zu sein. Und es ist eine kleine Ebene. Du musst Platin noch aufnehmen. Okay. Okay, wir haben hier noch einen Linfu. Hat jemand dafür einen Spitznamen? Oder möchte jemand ein Linfu sein? Ich glaube, Jackie Chan, so wie es du geschrieben hast, passt hier, glaube ich, nicht mal rein. Aber ich kann es ja mal probieren.
Ich glaube nicht, dass das reinpasst. Probier es hier mal ohne das Leerzeichen. Ne, es geht um einen. Am einen Zeichen geht es nicht rein. Bruce Lee. Das sollte reinpassen. Okay, dann heißt unser kleines Fischu hier einfach mal Bruce Lee. Ein Grimmsamen. Solange es nicht der Grim Patron Samen ist. Everyone, get in here! Irgendwie sind bis auf die Wasserdüse gerade alle meine Attacken kurz vorm Aufsteigen. Hier ist auch kein Leuchterboden oder sowas. Nö. Irgendwie kämpfe ich hier nur gegen Linfus. Ups, falsche Attacke, die wollte ich hier nehmen. Ui, jetzt kommen sie aber alle auf mich zu. Den Teil da unten will ich dann gern noch erforschen.
Wie hat Nachtara das jetzt eigentlich geschafft? Noch ein Grim Patron Samen. Ein Toxipet haben wir schon im Team. Und Aeroas wurde mal wieder aufpoliert. Der blaue Balken ist voll, das heißt, wir können jetzt den grünen wieder anfangen. Okay. So, Leuchteboden. Ein Goldbarren. Und Wasserdüse ist auf Level 2. Kriegt die Attacke wenigstens auch langsam ein paar AP. Oh. Psyana auf Level 26, sehr schön. Das heißt, dass Nachtara wahrscheinlich auch gleich aufsteigt. Würde mal sagen, called it. Ui, Flickneul sagt mir, dass in der Nähe ein Bonusweg ist. Alles klar. Na gut, da sieht man hier allein schon, dass hier wieder Wege in Sackgassen enden.
Mal schauen, was es für ein Bonusweg ist, aber ich meine zu wissen, wo er schon ist. Wir bräuchten einen schwarzen Schlüssel. Das ist, glaube ich, der einzige Schlüssel, den ich nicht habe, oder? Ja, ich habe einen roten und einen blauen. Ich wüsste auch nicht, ob ich da jetzt wirklich reingehen wollte. Direkt neben der Treppe gespawnt. Halten ihr im Chat heute eigentlich alle so still? Sagt doch mal wieder ein bisschen mehr. Oder beziehungsweise schreibt doch einfach mal wieder ein bisschen was rein. Nur weil ihr so wenige seid, ist es kein Grund, so wenig zu schreiben. Im Gegenteil, je weniger ihr seid, desto mehr sollt ihr schreiben. Wie wäre es mit produktiven Sachen? Könntet unter anderem mal, was weiß ich, was ihr da alles schreiben könnt. Lasst euch mal was einfallen.
hinten könnte noch irgendwas sein. Ist aber nix. Ja gut. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu holen. Gehen wir weiter. Slam wurde aufpoliert. Viele Linfu laufen hier rum. Nirgendwo hin. Ich glaube, nach dem Dungeon mache ich mal eine kleine Streampause. Ist dann eh schon wieder 2 Stunden. Zumindest fast. Und ihr könnt euch dann in der Zwischenzeit mal ein paar Sachen überlegen, die ihr in den Chat reinschreiben könnt. Wie wär's damit? Der Muggelhieb wurde schon wieder aufpoliert. Der ist inzwischen auch schon Level 4.
Ist zwar keine Attacke so hoch wie der Ruckzuckhieb, weil der ist Level 6 aktuell. Und hat sogar schon wieder fast den blauen Balken voll. Aber aktuell auch wieder sehr viele Einser-Attacken drin, weil Psyana und Nachtara jetzt neu dazu sind. Schon wieder im Bonusweg. Okay, nachdem der da oben gerade schläft, kümmern wir uns erst um den da unten. Und dann um den. Okay. Das sind immer diese Ebenen mit Bonusweg. Und Tommy erreicht Level 31. Und ich erreiche auch Level 31. Und ich kriege als neue Attacke Zugabe. Brauche ich aber nicht. Und da ist wieder irgendeine Attacke aufgestiegen. Welche war es denn diesmal? Könnte Konfusion gewesen sein. Oder Finte. Oder Gewissheit. Sind alle gerade auf dem Punkt. Da hinten müsste dann irgendwo die Treppe sein. Yep. Bonusweg-Ebenen sind alle sehr ähnlich aufgebaut. Und das ist wieder eine schwarze Tür. Tja, ich habe leider keinen schwarzen Schlüssel. So, damit haben wir die Geoschlucht gemeistert. So, das mit der kleinen Pause, das machen wir jetzt sogar mal wirklich. Ich mache jetzt hier erstmal... Moment. Pausenbildschirm. Und dann würde ich sagen, wir pausieren die YouTube-Aufnahme hier an der Stelle erstmal.